Gelb. Er dachte, gelb. Morgens beim Zähneputzen, Arthur Dent. In per Anhalter durch die Galaxis. Ich kann nicht die ganze Geschichte erzählen, aber ich habe mir vorher den Altar angeschaut und ich dachte, gelb. Ist es nicht toll, da stehen gelbe Tulpen auf dem Altar. Es ist Zeit, den Winter auszutreiben. Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem MCC-Gottesdienst jeden Samstagabend um 6:30 in dieser wunderschönen Steckfeldkirche. Schön, dass ihr da seid und mir winken schon die Ersten zu, dabei sind wir noch gar nicht beim Friedensgruß. Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst. Ich darf euch abkündigen, dass wir uns vorgenommen haben, Ende März die Gemeindeversammlung zu haben, am 27. Samstagabends im Anschluss an den Gottesdienst. Nehmt euch das schon mal vor, wenn wir uns wieder Gedanken machen über die Zukunft unserer Gemeinde und wie wir unsere Gemeinde und unser Gemeindeleben gestalten. Und ich darf euch auch, wenn auch kurz, berichten, dass sich unser Weltbund neues Führungspersonal gegeben hat. Wir haben neue Älteste und die bisherigen amtierenden Ältesten gingen sozusagen in den wohlverdienten Ältestenruhestand, nachdem sie mindestens 6 Jahre, wenn nicht schon viel länger, diese Arbeit gemacht haben. Und wer sich näher dafür interessiert, darf gerne nachfragen oder auf der Internetseite vom Weltbund nachschauen, wer die neuen Ältesten sind und wer die sind, die sich aus diesem Amt mit Gottes Segen verabschieden. Und jetzt bitte ich euch, hier anzukommen, durchzuatmen, hier zu sein. Wir treffen uns, Gott in deinem Namen, Gott Mutter und Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist, der weht, wo er will, wo sie will. Und wo es will, das Geist. Amen. Lasst uns miteinander beten. Schöpfer Gott, immer wieder überraschst du uns mit deiner Gegenwart. Immer wieder dürfen wir Neues von dir erfahren, obwohl wir wissen, dass die Sonne jeden Abend untergeht. Ist auch die Schönheit des Sonnenuntergangs immer wieder neu und atemberaubend überraschend. Obwohl wir wissen, dass du der Schöpfer von Himmel und Erde und von allem dazwischen bist, so überrascht uns doch die Schönheit deiner Natur, der Gesang der Vögel, das Gefühl der Sonne auf unserer Haut, die Stille eines Wintermorgens immer wieder neu. Obwohl du uns zur Nächstenliebe rufst, sind wir immer wieder freudig überrascht, wenn wir sie in einem Lächeln, in einem freundlichen Wort erfahren dürfen. Überrasche uns nun durch deine Gegenwart, auf die wir vertrauen dürfen. Amen. Wir machen diesen Friedensgruß jetzt bald 21 Jahre. Ich habe mich verzählt, aber jedenfalls schon lang. Jede Woche schon lang. Und jede Woche gibt es eigentlich neue Gründe, warum das so wertvoll ist. Und irgendwas fällt einem ein in der letzten Woche, wo es schön war, wenn jemand ein nettes Wort für einen übrig hatte. Oder umgekehrt, wenn ich eins übrig hatte für jemand, ich war gestern im Supermarkt oder vorgestern, kommt die Kollegin zu der Kassiererin an der Kasse und sagt, ich weiß, du hast jetzt Feierabend, aber könntest du nur eine halbe Stunde länger schaffen. Und ich habe es mitgekriegt und habe gesagt, sie sind auch eine Seele. Und vielleicht ist dieses kleine, dieses 3 Wörter geschwind haben für jemand, wenn man aufmerksam ist und noch Kraft hat, freundlich zu sein zu jemand, was einen Unterschied macht.
Und auch hier in unserer Gemeinde, wir diskutieren auch, wir haben auch einen Vorstand, wir sind uns auch nicht immer einig. Und dann finde ich es einfach so unglaublich schön, wenn man dann hinterher sagen kann, übrigens, Friede mit dir. So wendet euch einander zu und strahlt euch an und winkt euch. Und wenn es vielleicht auch mal bei irgendjemand so eine kleine Überwindung kostet, macht diesen kleinen Schritt, er kann ein großer sein. Der Friede, der größer ist als alle menschliche Vernunft, sei mit euch allen. Lasst uns ein Zeichen des Friedens miteinander austauschen. Ich lese euch heute aus Markus 1, die Verse 29 bis 39. Bin ich dicht genug dran? Lauter? Noch ein bisschen besser? Okay. Und alsbald gingen sie aus der Synagoge und kamen in das Haus des Simon und Andreas mit Jakobus und Johannes. Und die Schwiegermutter Simons lag da nieder und hatte das Fieber. Und alsbald sagten sie ihm von ihr. Da trat er zu ihr, fasste sie bei der Hand und richtete sie auf. Und das Fieber verließ sie und sie diente ihnen. Am Abend aber, als die Sonne untergegangen war, brachten sie zu ihm alle Kranken und Besessenen. Und die ganze Stadt war versammelt vor der Tür. Und er half vielen Kranken, die mit mancherlei Gebrechen beladen waren, und trieb viele böse Geister aus, und ließ die Geister nicht reden, denn sie kannten ihn. Und am Morgen, noch vor Tage, stand er auf und ging hinaus. Und er ging an eine einsame Stätte und betete dort. Simon aber und die bei ihm waren, eilten ihm nach. Und als sie ihn fanden, sprachen sie zu ihm, Jedermann sucht dich. Und er sprach zu ihnen, Lasst uns anderswohin gehen, in die nächsten Städte, dass ich auch dort predige, denn dazu bin ich gekommen. Und er kam und predigte in ihren Synagogen in ganz Galiläa und trieb die bösen Geister aus. Amen. Lieber Gott, Zeit, dein Wort zu hören. Vielleicht auch zu spüren, zu fühlen, gar nicht zu hören und es uns in uns rein sinken zu lassen. Tief ins Unterbewusstsein, wo es sich auf eine ganz andere Art und Weise entfaltet, als wenn wir nur mit dem Kopf und den Ohren hören. Sei du hier bei uns beim Hören, beim es ins in uns hineinsinken lassen, beim Lauschen, beim Spüren und beim Predigen. Und sei du bei unserem Prediger Axel, der das alles für dich heute und für uns tut. Amen. Liebe Geschwister, liebe Schwestern, liebe Brüder, normalerweise, wenn ich predige, sage ich immer, es ist einfach in der Predigt nahe zu kommen. Es ist aber immer recht schwierig, aus dem Ding wieder rauszukommen. Also so die Frage, wie komme ich aus dem Ding jetzt wieder raus? Heute habe ich die Schwierigkeit, in diese Predigt hineinzukommen. Habe so eine Idee, wie ich rauskomme, aber ich weiß noch nicht so ganz genau, wie ich reinkomme. Weil
Dieses Mal sind es mehrere Dinge, die mich beschäftigt haben bei der Vorbereitung von dieser Predigt. Und ich gestehe beim Mal nachgucken, was ich eigentlich vor vielen Jahren schon mal über den Text hier gesagt habe. Das eine, was mich verwundert hat, ist, dass wir jetzt zum zweiten Mal hintereinander einen Text haben, wo Jesus heilt und Dämonen austreibt und den Dämonen wehrt. Und das ist ja alles sehr, sehr seltsam. Also das ist alles nicht meine Welt, das ist alles weit weg, das ist nicht meine Tradition. Also fällt mir manchmal schwer, mich da damit auseinanderzusetzen. Wir haben aber beim letzten Mal, für diejenigen, die nicht da waren, ganz kurz darüber nachgedacht, warum macht das Jesus eigentlich? Und wir haben darüber nachgedacht, dass es eigentlich wahrscheinlich darum geht, dass Jesus will, dass wir ihm und Gott und einander ohne Vorurteile, ohne festgefahrene Meinungen, ohne das, was andere sagen, begegnen. Dass Jesus also gar nicht will, dass man schon vornherein irgendwie von ihm sagt, du bist der und der, sondern dass er einfach da sein will und Menschen ihm begegnen. Und auch in der Geschichte, die wir gerade gehört haben, diesem Anfang seines Wirkens nach dem Markus-Evangelium, ganz am Anfang, wo er in eine Synagoge geht und predigt, große Überraschung, wo er dann heilt, auch eine große Überraschung, wo er in der Sprache der damaligen Zeit sich mit Dämonen auseinandersetzt, auch eine riesengroße Überraschung, wo er dann beten geht, auch eine wirklich große Überraschung, wo dann aber etwas ganz Spannendes passiert. Und da habe ich gemerkt, dass der Anfang von dieser Predigt vielleicht tatsächlich etwas mit Überraschung zu tun hat. Mit dieser Überraschung des Begegnens. Und da passt es dann eigentlich ganz gut zu dem, was wir das letzte Mal gepredigt haben. Und dann habe ich mal nachgeguckt, was wäre denn, wenn wir jetzt ewig Zeit hätten und Gottesdienst so feiern könnten, wie wir es wollen, mit Singen und Lesungen und Zeit zum Predigen und ohne auf die Uhr gucken zu müssen, weil die Situation halt ist, wie sie ist. Dann hätten wir heute den 147. Psalm gelesen. Und das ist jetzt auch so ein Psalm, so ein Text, der voll ist mit Überraschungen. Der zuerst mal das tut, was ich denke, dass ein Psalm tun soll. Halleluja, lobet den Herrn, denn unseren Gott loben, das ist ein köstlich Ding. So fängt er an, dieser Psalm. Keine große Überraschung, also ist ein Psalm, ist ein Gebet, also Halleluja, lobet Gott, ist eigentlich klasse. Und dann redet dieser Psalm über Gott und was Gott an großen Dingen tut. Der Herr baut Jerusalem auf und er bringt die Verstreuten Israels zusammen. Er zählt die Sterne und nennt sie alle mit Namen, denn unseres Herrn Kraft ist groß und unbegreiflich seine Herrlichkeit. Alles keine große Überraschung. Und so geht der Psalm noch eine Weile weiter. Und dann habe ich beim Lesen einen Satz gelesen und der hat mich jetzt tatsächlich hineingebracht in diese Predigt, weil es ein überraschender Satz ist. Also da ist von Gott die Rede, diesem großen Gott, der da draußen ist und der Städte aufbaut und das Volk zusammenbringt, der die Sterne beim Namen kennt und sie über das Firmament tanzen lässt. Und dann steht da, Gott heilt die zerbrochenen Herzen sind und verbindet ihre Wunden. Boah. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber also nach diesem ganzen, riesengroß, erzählt der Psalm, dass Gott sich neben uns setzt, und sagt, wo tut's weh? Also, erinnert ihr euch noch, wie so eine Mama dann auch draufbläst, wenn es wehtun hat? Der mich in den Arm nimmt und sagt, dein zerbrochenes Herz will ich heilen. Der sich um dieses kleine, zerbrechliche Herzlein kümmert. Also dieser Gott, der gerade noch Sterne
beim Namen genannt hat und irgendwie so wie das Raumschiff Enterprise durchs Universum düst, der gerade noch Städte aufgebaut hat und Völker verbindet und ich weiß nicht was alles. Da kümmert sich um mein Herz. Mein kleines Herz. Mein kleiner Herzschmerz. Legt mir die Hand auf, nimmt mich in den Arm und heilt. Boah! Das ist doch toll. Und die gleiche Art von Überraschung finde ich in diesem neutestamentlichen Text. Eine Überraschung, die jetzt vielleicht nicht ganz so wow ist, sondern eher herausfordernd ist. Weil Jesus nach diesem anstrengenden Tag, wo er heilt und predigt und ich weiß nicht, was alles macht und die Schwiegermutter von Petrus heilt, damit die kochen kann. Das ist übrigens eine ganz eigene Geschichte mal, warum, also ja, die Herrschaft der Jünger hätte vielleicht auch selber mal lange kennen und die arme Frau in Hunde, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, nach diesem langen Tag steht Jesus morgens ganz bald auf und geht beten. Auch keine Überraschung. Macht Jesus, wissen wir. Ja? Und dann holen sie ihn. Auch noch keine Überraschung. Und dann sagt Jesus, anstatt, also ich hätte jetzt gesagt, also Freunde, jetzt gestern war es so anstrengend, jetzt will ich hier einmal einen halben Tag in Ruhe sitzen und beten. Lasst mich in Ruhe. Oder setzt euch da drüben nach und seid ruhig und stört mich nicht. Ja? Sagt er, okay, lasst uns gehen. Weil da sind noch so viele anderswo, zu denen ich predigen muss, die hören sollen, was ich zu sagen habe. Und das hat mich so an diesen Anfang von dieser Predigt gebracht. Die Bibel überrascht uns immer wieder. Die Bibel ist immer wieder, dass ich etwas erwarte, etwas Bestimmtes erwarte und dann auf einmal passiert was ganz anderes. Da wird aus diesem riesengroßen Schöpfergott auf einmal der liebende Gott, der sich zu uns setzt. Zu dir und zu euch, der sich um uns kümmert. Der zwar die Namen aller Sterne kennt, aber deinen Namen und jeden Namen von uns auch. Und wir offensichtlich so wichtig sind wie große Galaxien für Gott. Wo Jesus da ist und eigentlich sagen könnte, jetzt langsam mal, macht ihr mal weiter. Und er dann sagt, nein, ich muss noch was tun. Das sind Sätze, die mich wirklich aufwühlen. Und ich habe deswegen darüber nachgedacht, dass ich mal darüber nachspüre und mir überlege, wo denn Orte der Überraschung, Momente der Überraschung für mich sein können in unserem Leben. Weil, dass die Bibel uns überrascht, okay, gut, ist jetzt nicht wirklich überraschend, habe ich euch schon ein paar Mal erzählt. Aber diese Schöpfungsüberraschungen, diese Liebesüberraschungen, diese Gott ist mit uns Überraschungen, die passieren in unserem Leben eben auch. Das glaube ich ganz fest. Ja, ich kenne diese Situation, in der Jesus da war. Also ich laufe jetzt nicht den ganzen Tag rum und heile und treibe Dämonen aus und alles. Und eine Schwiegermutter habe ich auch keine. Aber dass der Tag so voll ist und irgendwie 11 Stunden lang Straßenbau fahre, ist mindestens genauso anstrengend. Oder die ganze Arbeit, die wir haben. Also dieser ganze lange Tag, viel Arbeit und Hektik und Stress. Und dann fahre ich von einem Termin zum anderen. Und auf einmal fahre ich so die Weinsteige hinunter und über den Bürgerkopf geht die Sonne unter. Und da ist ein Sonnenuntergang mit Farben, die Van Gogh nicht hätte malen können, dramatischer als die 9. Symphonie von Beethoven oder irgendein Stück von Mahler. Und ich hätte am liebsten mitten auf der Weinsteige anhalten und bloß da stande und mit offenem Mund zugucken. Weil auf einmal etwas in mich hinein passiert, von dem ich es vorher gar nicht erwartet habe. Oder, also für diejenigen unter euch, die morgens eher für Überraschungen offen sind, ne? Kann mir selbst mir dem Morgenmuffel passieren, ne? Dass man aufsteht und eigentlich hat man von dem
träge, graue Tag gestern, gar nichts erwartet und ich stapfe so halb wach aus meiner Wohnung und selbst unten im Kessel ist es totenstill, weil eine weiße Schneeschicht über allem liegt. Und man hört nur dieses gar nichts, das nur da ist, wenn Schnee liegt, weil auf einmal die Luft klar ist und etwas Schönes ist. Oder so ging es mir vorgestern, ich mache die Türe auf und die ersten Vögel pfeifen bei mir unter dem Kessel. Das ist der Hammer. Das Gleiche passiert natürlich auch manchmal im Leben. Jochen, du hast gerade erzählt, im Friedensgruß, dieses eine Wort. Da haben wir diese Situation im Geschäft, lauter Leute, wo du denkst, sag mal, warum seid ihr heute eigentlich auf der Straße? Und dann muss ich wieder irgendeine eine Beerdigung machen und ich denke, sag mal, habt ihr alle noch eine Tasse im Schrank? Also mein weltlicher Job. Und dann kommt völlig unerwartet nach so einer Standard-Trauerrede. Ich habe keine Ahnung, was ich denn eigentlich sagen soll. Die Verwandte, die ganz hinten in der letzten Reihe gesessen ist, ich habe keine Ahnung, wie die eigentlich verwandt sind, auf mich zu und erzählt mir unter Tränen, was ich gerade Tolles erzählt habe. Und ich bin mir sicher, ich habe es nicht einmal erzählt, aber sie hat es gehört. Wo auf einmal jemand angesprochen wird. Oder wo es mir passiert, dass ich so im Dampfdruck in den Supermarkt neirenne und irgendjemand ganz freundlich sagt, ja, ich helfe Ihnen da, ich nehme Ihnen das aus dem Regal. Und einen anlächelt und man sieht das Lächeln unter der Maske sogar. Das ist genau das. Diese Überraschungen, die immer wieder passieren. Und ich glaube, das Christentum, unser Glaube, das, was manchmal so groß und kompliziert erscheint, ist genau das. Nämlich, dass Gott uns überrascht. Gott uns überrascht an Weihnachten im Menschwerden, an Pfingsten in uns den Umpf des Geistes zu geben, an Ostern, wenn Leben da ist. Und jedes Mal wieder, wenn wir zusammenkommen, dass da auf einmal selbst mit 1,5 Meter Abstand Gemeinschaft entsteht. Unser Glaube ist ein Glaube des immer wieder neu überrascht Werdens. Des immer wieder neu anfangen Dürfens. Des immer wieder unerwartet schönem Neuen, des immer wieder neu Gott in unserem Leben. Das ist genau das Gegenteil von Fundamentalismus. Das finde ich so schön. Fundamentalismus redet von Steinen, die in die Erde hineingelegt sind. Also dicke Steine, die sich nicht mehr bewegen. Das ist Fundamentalismus. Und es gibt so Fundamentalismus-Glauben. Der hat einmal einen Stein in den Boden gelegt, da bewegt sich nichts mehr. Da wächst auch kein Halm und kein Strauch mehr auf diesem Stein. Aber der ist... Ich glaube, das ist ein langweiliger Glaube. Fundamentalismus-Glaube ist langweilig. Neuer Glaube ist witzig. Neuer Glaube ist spannend. Neuer Glaube ist immer wieder neu aufbrechen, neues Wagen, neues zu tun. Und es fängt eben beim Nachdenken an und hört beim Tun und Erleben nicht auf. Beim Nachdenken, ja klar, ich kann natürlich sagen, warum soll ich den Psalm eigentlich lesen? Uralte Geschichte, ne? Sprache von vor 5000 Jahren, irgendeine uralte Kultur, die was mit Schafen und Hirten und dunklen Tälern und grünen Auen zu tun hat. Ich weiß nicht einmal, was eine grüne Aue ist. Und das letzte Mal, dass ich Schafe gehütet habe, war vor ca. 45 Jahren. Also ich habe mal Schafe gehütet. Wer kann das heutzutage noch sagen? Es ist eben nicht zu sagen, der Tag war scheiße, ich weiß, wie der Abend wird. Es ist eben nicht, ich habe so ein Ding und alle Leute, die mir begegnet, sind doof. Sondern es ist eben genau das andere.
Und das ist nicht Erfahrung, sondern das ist Glaube. Das ist auf einmal in diesem alten Text dieses: Gott setzt sich neben mich und heilt mein kleines zerbrochenes Herz, mein bisschen Herzschmerz. Und sagt: Axel, es wird schon wieder gut. Das ist eben dieses: Ja, ich kann auch aus einem Scheißtag noch einen wunderschönen Abend machen, wenn es nur der Sonnenuntergang auf der Weinsteige ist. Das ist eben: Ich schicke dir auch heute noch einen Menschen, den du berühren darfst. Ich glaube, dazu sind wir gerufen. Dazu sind wir aufgefordert, uns immer wieder von Gott überraschen zu lassen. Immer wieder Neues mit Gott zu erleben, in der Schöpfung, mit den Menschen und mit mir selber. Auch ich selber kann mich immer wieder neu überraschen. Das ist ja das Spannendste. Indem ich es wage, mit Gott auf dem Weg zu sein. Indem ich es wage, eben etwas zu sagen, was ich noch nie gesagt habe, etwas zu tun, was ich noch nie getan habe, etwas wagen, von dem ich nie geglaubt hätte, dass ich den Mut dazu hätte. Ihr könnt es. Ihr könnt es. Vor ein paar Wochen haben wir hier einen Gottesdienstleitungskurs gehalten. Und da sind Leute da, die noch vor 3 Monaten wahrscheinlich gesagt hätten: Ich Gottesdienstleiter. Vorne stehen und auch noch gefilmt werden, geht gar nicht. Die Gottesdienst leiten. Die schon geleitet haben und demnächst leiten werden. Und ich weiß, bei euch sitzen Menschen, die können predigen. Ich gucke jetzt niemand an, ihr wisst, wenn ich meine. Und ich weiß, das sind Menschen, die können viel mehr, als sie jetzt denken, dass sie können könnten. Das ist unser Glaube. Das ist unser Glaube an einen schöpferischen Gott, an einen liebenden Jesus Christus, an einen Heiligen Geist, der uns bewegt. Immer wieder neu. Und dann können wir eben tatsächlich das tun, was Jesus getan hat, diesen Schritt weitergehen und uns selber überraschen und sagen: Nein, ich bleibe jetzt hier nicht in der Sicherheit meines kleinen bisschen Glaubens- und Gebetslebens sitzen, sondern ich gehe raus. Ich mache eben nicht das, was ich schon die letzten 15 Jahre gemacht habe, sondern ich wage etwas Neues. Und ich wage es, das zu sagen. Das ist das, was wir am Anfang machen. Und Jochen hat tatsächlich, das ist jetzt ein überraschendes Ende für diese Predigt, genau davon erzählt. Und da stehen Blumen auf dem Altar. Und es gibt einen ganz schönen Satz von der heiligen Juliana von Norwich, einer Heiligen aus England, die in einer kleinen Zelle gelebt hat als Einsiedlerin, die sagt: Love like a daffodil is breaking through the snow. Liebe wie eine kleine Blume, wie ein kleines Blümlein bricht durch den Schnee. Kleine Blumen, die auf einmal dastehen, nach einem Winter, der so lang ist wie eine Ewigkeit. So hat es sich jedenfalls angefühlt. So bricht diese Blume durch den Schnee und die Liebe Gottes in eurem Leben auf. Das ist die Überraschung, die Gott immer wieder für uns bereit hat. Amen. Gelb. Woher weiß die Blume unter der Schneedecke, dass die Sonne auf der anderen Seite der Schneedecke auch gelb ist? Und dann kommt Orange dazu und Rot und Violett und Blau und Grün, und dann haben wir alle Farben des Regenbogens und wir versammeln sie hier in dieser Gemeinde. Und machen daraus ein Ding, das an manchen Stellen so anders ist als die meisten anderen Gemeinden. Und das machen wir seit fast 21 Jahren. Und wir machen auch das anders als die meisten anderen Gemeinden. Axel, du hast darüber gesprochen. Da stehen hier vorne Leute, die sind nicht ordiniert. Die sind nicht in ein Priesteramt hinein
beauftragt, legitimiert, von wem auch immer, auf der Welt. Und dann stehen hier Leute, die zelebrieren Abendmahl und die predigen. Und das ist das Priestertum aller Gläubigen, dem wir vertrauen aus tiefstem Herzen. Und diese Gemeinde lebt davon, dass wir das tun seit 21 Jahren, so anders wie praktisch alle anderen. Habe ich jetzt aus Versehen überhaupt nicht über Geld gesprochen? Na gut. Lieber Gott, leg du deinen Segen auf all diese Gaben, die hier Gemeinde machen. Gaben, die man auf keinem Konto dieser Welt finden kann und nie finden wird. Segne du, was wir tun. Segne du, was wir uns trauen. Und segne, wovor wir noch Respekt haben und uns noch nicht so ganz trauen und drum rumlaufen wie um den heißen Brei. Segne unseren Weg. Segne unsere Ideen und unsere Ideale. Und gib uns Geduld mit uns selber, wenn wir unser Ideal doch nicht komplett erreichen. Segne du die Ältesten der MCC, die jetzt aus ihrem Amt hinausgehen, auf einen Weg, der neu ist für sie. Und segne du die neu berufenen und gewählten Ältesten der MCC, die jetzt ins Amt kommen. Gib du ihnen Verstand und ein großes Herz und lasse deinen Heiligen Geist in ihnen wirken und wachsen. Amen. Bevor wir uns jetzt wieder einladen lassen, das Abendmahl zu feiern, will ich euch einladen, noch einen Moment in diese Stille zu gehen, in die auch Jesus hineingegangen ist, in dieses Gebet, in diese Zwiesprache, in dieses Miteinanderreden mit Gott. In diesem Moment ist es ein Gespräch der Ehrlichkeit. Gott gegenüber, aber vielmehr uns selber gegenüber. Brauchen wir gar nicht laut aussprechen. Es reicht, wenn wir es in uns selber drin sagen, wo die Nerven blank gelegen sind und wir vielleicht übers Ziel hinausgeschossen sind mit dem, was wir sagen. Oder wo wir es eben nicht gesagt haben, wo ein gutes Wort notwendig gewesen wäre. Ihr kennt diese Situationen alle. Wir sind eingeladen, all das vor Gott auszusprechen. Das Schwere bei Gott zu lassen, das Gute mitzunehmen. Lass uns still werden. Guter Gott, diesen Moment der Stille, lass uns deine Liebe hören, spüren, erfahren. Lass uns überrascht sein davon, dass wir immer wieder neu anfangen dürfen. Lass uns ganz sicher sein, dass diese Überraschung immer wieder neu kommt. Amen. In MCC-Gemeinden auf der ganzen Welt feiern wir das, was wir ein offenes Abendmahl nennen. Damit meinen wir, dass jede
und jeder eingeladen ist und willkommen ist in diesem Moment. Wir fragen nicht, ob jemand Mitglied dieser oder irgendeiner anderen Kirche ist, ob jemand durch irgendein Ritual hindurchgegangen ist, sei es Taufe, Konfirmation oder sonst was. Ja, sagen einfach nur, wenn ihr es in euch spürt, in euch hört, in euch wahr werden lasst, dann seid ihr auch hier herzlichst willkommen. Normalerweise würden wir in diesem Moment des Abendmahls euch ein Stück Brot geben und einen Schluck vom Traubensaft trinken lassen, um es wirklich zu schmecken und zu spüren. Das geht gerade nicht. Seit vielen, vielen Monaten. Ich bin versucht zu sagen, seit vielen, vielen Monden, weil das klingt noch viel länger, können wir es nicht tun. Wir feiern ein Abendmahl und stellen die Elemente von Brot und Wein wieder zurück auf den Altar. Aber wir wissen, das Fest ist trotzdem da und deswegen feiern wir es. Lasst uns miteinander nun dieses Fest des Abendmahls feiern und hören. Und wie das Wort Gottes durch unsere Ohren in uns hineinkommt, darf auch das Abendmahl durch unsere Ohren und unsere Augen in uns hineinkommen. Guter Gott, öffne du uns jetzt für deine Gegenwart. Lade du uns ein. Heiße du uns willkommen. Amen. Und so erinnern wir uns an jene Nacht, in der Jesus von allen verlassen wurde. Einer nach den anderen fand eine Ausrede, warum er gerade heute Nacht nicht dabei sein konnte. Aber bevor das geschehen konnte, wollte Jesus sie alle nochmal da haben, wollte Fest feiern, wollte eben eine Brücke bilden über diese eine Nacht hinweg, von Gegenwart zu Gegenwart. Und sie deckten einen Tisch. Auf diesem Tisch stand Brot. Und dieses Brot nahm Jesus. Er dankte Gott. Er brach's. Er gab es ihnen und sprach, nehmt und esst alle davon. Das ist mein Leib, der für euch zerbrochen wird, zur Vergebung der Sünden. Esst davon und so oft ihr es tut, tut es zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nach dem Mahl nahm er einen Kelch, der da stand, gefüllt mit der Frucht des Weinstockes. Er dankte Gott wieder, gab ihnen den und sprach, nehmt und trinkt alle daraus. Das ist der Kelch des Heils, gefüllt für euch. Mein Blut des neuen und ewigen Bundes für euch und für viele vergossen. Trinkt daraus und so oft ihr es tut, tut es zu meinem Gedächtnis. Guter Gott, lege du deine Gegenwart auf diese Gaben. Lege deine Gegenwart auf diese Gaben, dass es überläuft, dass es nicht hier bleibt, unberührbar ferne, sondern dass es uns erreicht, ganz nahe, wie dein liebender, heilender, gegenwärtiger Moment, wie dieses Dasein in uns, das wir spüren dürfen. Sei du größer als das, was wir hier in den Händen halten. Sei du der und die Kraft, die wir brauchen. Sei du hier. Amen. Und so segne euch Gott in diesem Moment des Abendmahls. Jede und jeden mit dem, was ihr braucht. Dieser große Segen, der neu ist und einzigartig für jeden und jede von euch. Gott segne euch mit dem, von dem ihr nicht einmal wisst, dass ihr es braucht.
Und Gott segne euch mit etwas ganz Überraschendem, von dem nur Gott weiß, dass es gut für euch ist. Amen. So lasst uns unter den Segen Gottes stellen. Der Herr segne euch mit Gelb, mit Orange, mit Rot, mit Violett, mit Blau, mit Grün, mit allen Farben des Regenbogens. Sie lasse ihr Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Und erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen und ihren wunderbaren Frieden. Amen.